Moin Freunde des Lichts, ich befinde mich hier irgendwo auf einem riesengroßen Lost Place. Wir haben hier ein ehemaliges Besucherzentrum für Kreuzfahrtschiffe, wo die Kreuzfahrtschiffe angelegt haben. Die Melli war mal so nett und hat mich mit auf Lost Place Tour genommen. Ich will euch das Ganze hier mal zeigen. Das ist ein riesengroßes Gebäude. Man sieht schon hier mal den Zugang. Man kann sich schon ausmalen, wie groß das hier ist. Ich meine, schaut euch hier mal um, was das für ein Riesengebäude ist. Das Einzige, was wir hier bisher vorgefunden haben, sind irgendwelche Fensterputzer, die hier das Gebäude wohl noch ein bisschen in Schuss halten, aber die haben sich gar nicht an uns gestört. Melli sitzt da hinten, die googelt gerade schon, wie man hier reinkommt. Wir sind aber nämlich noch den Eingang zu finden. Ist leider ein bisschen, aber man kann glaube ich schon ganz gut erahnen. Hier sind auch die ganzen Maschinen fürs Röntgen. Also das ist schon beeindruckend. Und hast du schon den Eingang zum Lost Place gefunden? Melli googelt gerade nach dem Eingang. Das ist hier nämlich ein riesengroßer Lost Place. Melli hat gesagt, lass uns hier mal hingehen. Normalerweise wollten wir noch ein bisschen im Hafen spazieren gehen und Melli hat hier den absoluten Lost Place gefunden. Ja, eigentlich zeige ich auch keine Lost Places, aber in diesem Fall handelt es sich um das Columbus Cruise Center hier in Bremerhaven. Hier kann man auch sehen, hier war früher der Zoll tätig. Wenn die Leute meinten, sie müssten irgendwelche Mitbringsel mitbringen und die nicht anmelden, ja, dann ging es hier mal rein und dann ging es zur Zollkontrolle. Vielleicht haben ja auch bestimmt einige Leute mal Taschenlampen illegal eingeführt. War eben so am Zoll vorbei. Sowas würde ich niemals tun. Deswegen Leute, immer schön anmelden, wenn ihr was aus dem Ausland importiert. Aber ich will hier allmählich rein. Melli hat hier gerade was gesagt, das hier gehört zu den größten und weltweit modernsten Passagierterminalen. Genau, angeblich. Der Welt oder in Europa? Weltweit steht hier. Ja, weltweit, okay. Ach, und das Ding ist hier mal eben einfach leer. Das wurde am 2. Mai 2003 eingeweiht. Ja, und jetzt ist es schon wieder leer. Ja. Hier ist auch nochmal so eine Maschine vom Zoll, wo ja, der ganze Kram mitgeröntgt wird. Ich denke, jeder, der schon mal geflogen ist oder auch eine Kreuzfahrt gemacht hat. Ich persönlich bin noch nie mit einer Kreuzfahrt. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht. Ich kenne es jetzt nur vom Fliegen. Ja, steht ja alles so leer. Das sind Werte. Aber ich weiß, was wir eine Maschine machen. Genau, Melli ist schon mal mit der Aida Cara. Gut, das war noch ein kleineres. So. Das war noch ein kleineres Schiff, da gab es noch nicht so mit dem Balkon und so. Ja, war auch schön, aber allerdings wurde ich so ein bisschen seekrank, ich und mein Papa. Meine Mama, die liebt ja immer Schiff und Boot fahren und die so, ach, ist das schön, und ich und Papa, ich meine, Vorsicht hinter dir. Es war ein Erlebnis so, das mal jetzt gemacht zu haben, ne? Und ja, ne? Scheiße, da ist einer, da ist ein Auto. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir müssen schnell weg, komm. Scheiße. Hört ihr die orientalische Musik? Nein, wir haben euch nur verarscht. Alles nur für die Klicks. Das ist hier zwar ein Lost Place. Alles, was wir gesagt haben, stimmt auch. Das Ding hat geschlossen, aber einfach nur aufgrund von Corona momentan. Genau, die Kreuzfahrtschiffe laufen jetzt irgendwann mal bald wieder an. Ne? Und genau. Dann kommen die auch. Da vorne ist noch hier, das ist noch sozusagen Gangway. Genau, hier ist noch die Gangway. Wir sind hier eigentlich nur aus zwei Gründen. Und zwar erstens, ich musste pinkeln und habe gedacht, das hat ihr vielleicht offen, weil im Internet stand, es kann offen haben, es kann nicht offen haben. Genau. Melli musste auch pinkeln. Aber wir konnten nicht aufs Klo und ich wollte eigentlich Kreuzfahrtschiffe gucken. Dachte ich, okay, weil hier oben drüber ist auch die Glasbrücke, eine Besucherterrasse. Hat aber jetzt auch zu, weil Internet steht teilweise ja, teilweise nein. Aber wir sind nicht ganz umsonst hingelaufen. Hier gibt es noch
ein Containerhafen und auch ein Aussichtsturm, der mit Container gemacht ist. Da kommen wir gleich drauf. Ein Aussichtsturm. Genau. Ja. Ja, eigentlich wollte ich von, also wir wollten hier eh zum Containerhafen hier mal ein bisschen durch den Hafen laufen. Das wollte ich auch zeigen. Allerdings hatte ich heute Morgen irgendwie keinen Bock zu filmen. Ja, und jetzt sind wir hier fast angekommen. Deswegen machen wir das diesmal komplett andersrum. Auf dem Rückweg. Wir fangen auf dem quasi da an, wo wir hingelaufen sind und zeigen euch dann den Rückweg. So weiß ich auf jeden Fall schon, was mich erwartet. Und ja, entschuldigt mir den kleinen Spaß hier mit dem Lost Place, aber ich habe gedacht, das passt irgendwie ganz gut, um das Video zu starten. Und Lügner, du machst nur Clickbait für die Aufrufe. Und nein, wie gesagt, das hier ist kein Lost Place, kommt nicht auf die Idee, hier irgendwie hinzugehen. Also ihr könnt hier hingehen, aber brecht hier um Gottes Willen nicht ein. Wenn ihr hier Scheiße baut, ich sag euch das, euch wird der Arsch aufgerissen. Ja, ihr seid... Aua, bitte nicht den Popo aufreißen. Weil Schranken und Zoll und... Guckt euch das hier an, diese ganzen Kräne und alles. Ich werde das hier auch nachher noch erzählen. Auch Kamera überwacht. Also. Hier ist wirklich alles Kamera überwacht. Und wenn ich sage, Kamera überwacht wirklich alles. Ich würde hier am liebsten Drohne fliegen, das wäre so geil. Nee. Aber ich garantiere euch, hier ist überall Zoll, hier sind überall Kameras. Wenn man hier Drohne dann fliegt, Tower, dann wird euch auf gut Deutsch gesagt der Allerwerteste aufgerissen. Und das meine ich vollkommen ernst. Deswegen, hier gibt es keine Drohnenaufnahmen. Wenn einer meint, er könnte hier Drohne fliegen, kann er das gerne machen. Aber ich traue es mich ehrlich gesagt nicht. Hier bauen sie irgendwas neu. Oktober, Neubau der Kaja auf der Columbus-Insel. Ja, ich muss hier auch ein bisschen gucken, dass ich hier die Leute nicht alle filme. Ja, andere Leute gehen im Urlaub irgendwo am Strand. Wir laufen hier durchs Hafengebiet. Aber das ist mal interessant. Ich finde das sau interessant. Und hier sind die armen Arbeiter, ne? Ja. Sind hier die ganze Zeit am Arbeiten und müssen dann hier auf Campingwagen. Ja, wer weiß, ob das überhaupt Arbeiter sind, die aus Deutschland kommen oder ob die nicht, naja, irgendwo aus anderen Teilen der Welt kommen. Und ja, wir kennen die Geschichte. Und wie es sich gehört, haben sich hier natürlich auch schon wieder ein paar Möwen versammelt. Ja. Gerade eben waren hier Möwen alle in Reihe und Glied. Ja, man kennt sie aus Findet Nemo, Mainz. Meins. Könnt ihr nicht endlich mal eure Klappe halten? Ja, und alleine schon wegen den Möwen muss man echt aufpassen, wenn man Drohne fliegen sollte, falls oder es dann Eis in der Hand hat. Falls es dann überhaupt erlaubt ist oder wie Melly ein Eis in der Hand hat. Genau. Weil es gibt genügend Videos auf YouTube, wo Möwen auf Drohnen losgehen. Und das endet nicht gut für die Drohne wie auch für die Möwe. Ich habe schon gesagt, da musst du aufpassen, wenn man was in der Hand hat. Auf Sylt hatte ich mal ein Eis, war am Schlecken, am Gucken, aber war mein Eis weg. Oder mein Papa, wir lagen am Strand, zack, wurde hier auf die Schulter geschissen. Also die nehmen was weg, scheißen dich zu, musst du aufpassen, ne? Und manchmal angriffslustig, ja genau. Ja. Ja, Melli hat zu viel Geld, Urlaub auf Sylt, was kann ich mir nicht leisten? Ja, guck mal, AIDA-Kreuzfahrt Sylt. Mann. Ja, früher. Ja, aber gut, gut, dass ich früher bei meinen Eltern, muss ich sagen, früher gekommen bin, weil jetzt sieht man ja, Corona, Mama lebt nicht mehr. Also gut, dass man immer viel auf Patt war, ist so. Richtig. Also, ne? Ja, ausnutzen. Und rauche nicht, trinke nicht, ja. Solange wie man... Deswegen, ich sage es immer, das meine ich auch vollkommen ernst, Geld ist natürlich irgendwo schon ein wichtiger Faktor, um zu überleben, aber scheiß aufs Geld. Wichtig ist, dass man auch mal was gesehen hat und dass man was aus seinem Leben macht, das genießt, was man hat, weil was bringt mir das, wenn ich jetzt Millionen anscheffle, horte das irgendwo, bis ich in Rente bin, ja, und dann irgendwann, wenn ich in Rente bin, habe ich einen Herzkasper und dann habe ich gar nichts von der Kohle. Deswegen, klar, ohne Geld könnten wir den Urlaub hier auch nicht finanzieren, aber man muss da Mittelmaß haben und ich finde, ja, jetzt sind wir so schön, wie hier in Deutschland, wir leben, um zu arbeiten und in anderen Ländern dieser Welt ist es andersrum. Die arbeiten, um zu leben. Sieht man zum Beispiel viel in den ganzen südlichen Ländern, wenn du dich da mal ausschließt, wo wir mal auf Teneriffa fahren. Wollte ich eben auf Toilette gehen. Wir waren unten am Pool und ich habe einen Schlüssel mitgenommen, um die Wohnung aufzuschließen. Ja. War pinkeln, haben Schlüssel oben gelassen, dann sind wir nicht mehr reingekommen. Und dann findet man Schlüsseldienst. Es hieß die ganze Zeit Manjana, Manjana, also morgen, morgen machen wir das. Gott sei Dank war da eine Kneipe, wo ein Deutscher war und der hatte jemanden, das ist kein Scherz, der kannte irgendwie einen Schlüsseldienst da und der hat uns die Tür irgendwie für 50 Euro aufgemacht. Hier sind immer so wie so Drachensteigen, so fliegende Vögel am Band. Ich weiß nicht, ob die
zu Abwehr sind gegen die Möwen oder ich weiß nicht, warum die hier sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das quasi so ein bisschen zur Abwehr von Vögeln ist. Ja. Für mich ist das hier irgendwie auch schon wieder so ein bisschen Lost Place Feeling. Alleine schon am Anfang, ich weiß nicht, ich finde das einfach geil, hier rumzulaufen und sich den ganzen Kram hier anzugucken. So. Ob der gute Herr wohl manchmal wegen seinem Namen veralbert worden ist, der gute Peter Guy. Ich habe das so gerade gesehen, ich lasse das einfach unkommentiert. Lass das sein. Du genderst wahrscheinlich auch nicht und sagst MeshInnen, sondern Mensch. Du igenerenter Trottel. Ja, Melli hat hier gerade schon was gefunden. Interessant, hier ist die fest. Zugschiene und hier geht's nicht weiter. Ja, das wird wahrscheinlich mal... Ne. Ein alter Bahnhof. Das wird ein alter Bahnhof gewesen sein. Kommt schon wieder, Lost Place Feeling auf. Ja, genau. Hier sind wir jetzt halt, wie gesagt, gerade am Containerhafen. Hier sieht man auch schon... Ja, wie das auf den LKW kommt. Genau, kriegst du das? Und entweder wird das dann, ich weiß jetzt nicht, weiter transportiert. Ja. Ich denke mal, das ist vom Schiff schon abgeladen worden und geht jetzt weiter. Ich glaube, hier war gerade auch die, sag mal, hier werden, glaube ich, Früchte abgeladen, was ich gerade gesehen habe. Ja. Ja, und das sind jetzt wahrscheinlich die Früchte, die gehen dann jetzt weiter bei uns im Supermarkt, dass wir hier die guten Früchte genießen können. Und man muss echt hier aufpassen. Hier ist auch gerade wieder Zoll rumgefahren. Also, ja, hier ist auch gerade Zoll rumgefahren. Ja, ist ja auch logisch, dass hier Zoll rumfährt. Ich meine, das ist nichts anderes als der Containerhafen in Hamburg. Aber deswegen sage ich ja, hier muss man schon aufpassen, was man tut. Oh. Die haben eine Platte zerquetscht. Oh, die schönen Früchte. Man kann es natürlich auch anders machen. Man kann auch einfach Früchte vor Ort kaufen, aus Deutschland, dann spart man sich den ganzen Stress. Wobei, na gut, Bananen und sowas wird natürlich schon schlecht, das muss ich zugeben. Und das ist ein alter Bahnhof. Das ist ein alter Bahnhof. Interessant, hier drin ist eine Werkstatt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was das ist. Ich sehe hier nur irgendwelche Chemikalien. Auf jeden Fall wird das Gebäude definitiv noch benutzt. Also dieser, ja, in Anführungszeichen Lost Place hat auf jeden Fall noch eine Funktion. Maschinen. Ja. Ja, da ist der Container, der jetzt keine Ahnung wohin geht. Genau. Da sind bestimmt Taschenlampen für mich drin. Da im Hintergrund kann man auch schon mal erahnen, das ist die Lloyd-Werft Bremerhaven. Da werden, ja, logisch Schiffe repariert. Ich denke mal, das können wir gleich auch noch mal vom Aussichtsturm ein bisschen besser sehen. So, wir sind jetzt hier am Containerhafen angekommen. Auf geht's. Oh, 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 Gitterrosten, meine besten Freunde. Ah, der ist nicht so hoch. Das sollte machbar sein. Angekommen, überlebt, alles halb so wild. Das ist ja jetzt nicht wirklich hoch hier, aber eine sehr beeindruckende Landschaft. Was heißt Landschaft, aber sehr beeindruckender Ausblick hier über die komplette Schleuse. By the way, das hier ist die zweitgrößte Schleuse Deutschlands, wenn ich das richtig gelesen habe. Ihr habt auch noch mal einen Überblick über die Schiffe, die ich gerade sagte, die Autos beladen. Da haben wir eins. Und dann noch eins, und auf der Hinweistafel kann man auch ablesen, wie das genau hier alles abläuft. Also das sind schon wirklich fiese Schiffe, finde ich. Like a bird on a tree.
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ja, wollen wir wieder runter? Ja, jetzt geht's auf den Rückweg und mal gucken, was wir noch so machen oder nachher essen oder vielleicht nochmal ins Riesenrad. Das steht ja die ganze Zeit, da waren wir auch noch nicht drin. Das ist vielleicht auch nochmal ganz schön am Hafen, dann die Aussicht. Mal gucken. Genau. Ja, auf jeden Fall beeindruckend, was hier so alles abläuft tagtäglich. Einfach hochgucken, einfach hochgucken. Dann geht das alles mit den Gitterrosten, das ist kein Problem. Ich möchte mal wissen, wer diese scheiß Gitterrosten erfunden hat. Der gehört, ach, das ist doch scheiße. Kann man nicht einfach ganz normale Metallplatten machen? Nein, die Leute sollen immer schwitzige Hände kriegen. Jetzt kommt der Kommentar von Melli. Ganz wichtig. Ja, dieser Aussichtspunkt oder Turm hat ja auf, aber das beim Hotel, die Plattform oder dieser Funkturm, wo man drauf könnte, hat zu. Also muss man nicht verstehen. Genauso, wie gesagt, nichts gegen Corona, ne? Ich verstehe doch alles. Beim Frühstück war jetzt der erste Tag kein Gedränge. Und du musst dann einmal ganz rum zugehen, dass du sofort zu deinem Tisch gehst. Ich habe auch gesagt, da müssen sie Pfeile aufkleben. Haben die denn gemacht? Anderen Tag, also ich habe das nicht gesagt, ich habe es nur gedacht. Da habe ich auch gesagt, was passiert denn, wenn ich links rumkriege? Links kriege ich Corona, rechts rum kriege ich kein Corona oder was? Also, naja. Kurz, ja, kurz. Gut. Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Jetzt gehen die Möwen aber richtig ab hier. Ja, die schreien hier. Ich finde auch, das riecht ja irgendwie leicht fischiger Geruch, oder nicht? Geht. Was ich gerade schon gezeigt hatte, hier ist das Fruchtterminal. Und hier hast du auch wieder zwei Welten. Hier dieses Parkenverbotenschild und hier diese Halle, wo Greenyard draufsteht. Es sieht so ranzig aus, so verlassen. Und wenn du ein Stück höher gehst, hast du da hinten ein Kreuzfahrtschiff, also zwei Welten. Ja, als wir hier gerade vorbeigekommen sind am Anfang, habe ich schon gesagt, ey, Lost Place Feeling, das Ding hier sieht aus wie ja, ein verlassenes Bürogebäude. Es ist aber noch in Betrieb. Heuerlogistik. Also, ja, sieht man auch, dass hier noch Menschen rumlaufen. Also, als Lost Place wäre das hier pure Romantik, aber so, wenn ich mir vorstelle, hier jeden Tag arbeiten zu müssten, wäre nichts für mich. So, jetzt hier nochmal eine kleine Information zu diesen Tanks, die hier überall rumstehen. Ich glaube, ich weiß, laufen hier mal jetzt rum. Hin. Das sind die Tanks für die Schiffe. Hier ist Schweröl drin. Schweröl ist ein Abfallprodukt der Benzinproduktion. Und das Schweröl wird halt für diese riesigen Container- und Kreuzfahrtschiffe benutzt. Wenn man so ein Schiff wie diese Autotransporter da volltankt, das kostet ungefähr ja, 1 Million bis 1,5 Millionen US-Dollar. Also man kann sich ausmalen, was das für Sphären sind. Wenn man so ein Schiff betankt, das dauert roundabout 24 Stunden. Und dieses Schweröl, ja, das kann man nicht mal eben so fördern. Das Schweröl muss auf ca. 70 Grad erhitzt werden, weil das so dickflüssig ist, dass man das überhaupt transportieren kann. Deswegen werden die Schiffe auch nicht hier direkt am Hafen getankt, sondern die haben ja nochmal quasi solche Tankschiffe, die zu den großen Schiffen fahren, die ihr ja auch schon überall gesehen habt, und betanken die, während die abgeladen werden, weil das einfach effizienter ist. Ja, und Schweröl ist natürlich super für die Umwelt, hat aber einen ganz einfachen Grund, warum es immer noch benutzt wird. Es ist billig. Ja, und da reden wir dann von irgendwelchen Elektroautos, davon Flüge zu verbieten. Aber hier Schweröl, alle nicht so ganz einfach. Die Grünen regeln das. Danke für die Spritpreise, verärgerter Smiley. Ja, Melli sagt gerade, das stinkt hier auch dermaßen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, wie Diesel riecht. Und ich finde, dieses Schweröl, weil die LKWs werden damit wohl auch irgendwie betankt. Frag mich nicht, wie das genau zusammenhängt. Ja, wenn das wirklich 70 Grad warm ist, ey, das riecht wie, weiß ich nicht. Kannst du nicht beschreiben. Einfach nur ekelhaft. Also es ist wirklich ekelhaft. Dagegen ist Dieselgeruch herrlich. So. Genau, hier sind wir ja gestartet.
auf unserem vermeintlichen Lost Place. Genau, das ist jetzt von hier hinten gesehen, da sind wir gerade lang gelaufen, da hier ist das Bremerhaven Schiffterminal. Das heißt, würde man jetzt hier rüberlaufen, wären wir viel eher da, so sind wir ganz rum zu. Richtig, genau, ne? Wir sind jetzt einmal hier komplett rum zugelaufen. Genau. Und normalerweise, ja, ist das ist einfach das Gebäude von vorne. Und ihr habt ja jetzt gesehen, wie lange wir unterwegs waren. So, hier haben wir jetzt unseren vermeintlichen Lost Place auch nochmal von vorne. Hier ist auch die Zuschauergalerie. Also wenn man sich das so anguckt, das sieht aber wirklich, das hat wirklich Lost Place Charakter. Ja, hier kann man es auch nochmal sehen. Die Besuchergalerie bleibt aufgrund von Instandsetzungsarbeiten geschlossen. Diese alten Gardinen hier, also ich weiß nicht, dafür, dass das angeblich so super modern sein soll. Und ja, ich hatte auf jeden Fall schon lange keiner mehr Staub geputzt, also ich weiß nicht, ich bin hier gerade echt so ein bisschen, keine Ahnung, zwiegespalten. Also hier steht was drauf. Das kannst du auf der Kamera nicht erkennen. Hier hat einer was dran geschrieben, 2019. Also wenn jetzt 2019 keiner mehr Fenster geputzt hat, weißt du Bescheid. Das klingt jetzt doof, aber ein Traum wird wahr. Der Grund, wo wir das Video gestartet haben und jetzt nach gefühlt über einer Stunde, wir haben sie gefunden. Toiletten. So, wir kommen auf den Toiletten. Hier gibt es Seife, bei mir gab es keine Seife, aber es sind wie so Lost Place Toiletten, aber egal. Tupapier draufgelegt und dann... Ab geht's. Ja. Toilettengeschichte vom Feinsten. Eigentlich, jetzt nach gefühlt über einer Stunde sind unsere Blasen entleert. Die Toiletten, ja, ich habe es ja gezeigt, echt Lost Place Feeling. Also das war bis jetzt Lost Place Charakter vom Feinsten. Und was immer wieder erstaunlich ist auf den Männertoiletten, da finden sich diverse Schmierereien, wo gewisse Dienstleistungen angeboten werden. Ich habe das jetzt nicht abgefilmt, weil ich möchte das nicht unbedingt einblenden. Ja, dort finden Dienstleistungen sowohl für gleichgeschlechtliche Paarungen wie auch Paarungen mit Männern, die vorher vielleicht mal Frauen waren. Und naja, ihr könnt es euch ausmalen. Sehr interessant. So, hier haben wir jetzt auch noch mal zwei Schiffe. Das vordere Schiff, das ist... Von Verrückt nach Meer, von der Fernsehsendung. Das ist, genau, es gibt eine Fernsehserie Verrückt nach Meer, die läuft auf ARD. Oder Erste, glaube ich, ja. Ja, irgendwo auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und das Schiff dahinter, das ist das Schiff vom... ZDF-Traumschiff. Vom ZDF-Traumschiff, werden wahrscheinlich alle ab 80 kennen. Ja, das sind die Originalschiffe. Genau. So, ich habe noch was Kurzes zu den Schiffen. Das Traumschiff von Verrückt nach Meer, sagte der Kapitän bei unserer Schiffrundfahrt, da gibt es nur Außenkabinen. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, oh, ich kriege eine Innenkabine. Da gibt es nur Außenkabinen mit Balkon. Also eigentlich nur Vorteile. Da könnt ihr auch noch mal sehen, ist auch noch mal eins von diesen riesengroßen Schiffen, wo die Autos mit, wo die Autos reinfahren. Hier sieht man, dass das gerade gut, dass das offen ist. Ich finde, das ist beeindruckend, was das für Riesenschiffe sind. Und er sagte hier bei der Hafenrundfahrt, das sind noch kleine Schiffe. Also das muss man sich mal ausmalen. Ich meine, das Ding sieht aus wie eine halbe, keine Ahnung. Wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ja, wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ich finde das beeindruckend. So, hier im Hintergrund könnt ihr jetzt auch noch mal einen riesen Dock sehen. Und hier haben wir ein Marineschiff, das hier gerade wieder fertig gemacht wird. Und das Ding ist auch riesengroß, wo wir mal in, wo waren wir da? Wo wir in Wilhelmshaven waren. Ich meine, dass wir da auch mal so ein Schiff gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist ein riesen Kavenzmann. Und hier hört man auch immer wieder die Durchsagen, dass die Mitarbeiter Pause machen sollen. Vor ein paar Tagen, sagte Melli, ist hier auch noch einer runtergefallen. Der hat es Gott sei Dank überlebt. Aber wenn du da mal aus ein paar Meter Höhe runterfällst, ich stelle mir das relativ unangenehm vor. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist hier ein Trockendock. Das ist logisch. Die Schiffe werden hier erstmal reingefahren,
wenn natürlich noch Wasser drin ist und werden dann auf solchen, ja, ich nenne es mal Keilen, aufgebockt. Hier sind auch noch Löcher, wo man das so leicht erahnen kann, wie die aufgebockt sind. Aber wenn man sich vorstellt, was das für ein Riesenschiff ist, was man da für Böcke braucht, ich weiß auch nicht, was so ein Schiff wiegt. Das sind ja, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonnen oder 100.000 Tonnen. Keine Ahnung. Ja, hier ist auch nochmal ein recht interessantes Bauwerk. Zumindest für mich interessant. Melli sagt, sie findet das nicht interessant. Ich kann euch nicht sagen, was das ist. Ich weiß bloß eins, ich will mal ein bisschen mit meinem Fachwissen glänzen. Und zwar haben wir hier Aluminium. Das sind sogenannte Opferanoden. Ich kann euch das jetzt nicht ins kleinste Detail erklären. Aber das Ganze hier wird ja wahrscheinlich aus massivem Stahl sein. Stahl rostet natürlich unter Meeresluft. Und diese Opferanoden werden hier festgemacht, weil die dann schneller anfangen zu rosten. Sprich, die fangen quasi den ganzen Rost auf und sorgen dafür, dass das Ganze hier nicht rostet. Ich kann euch jetzt die elektrochemischen Prozesse dahinter nicht genau erklären. Aber ich wollte auch mal zeigen, dass ich irgendwo, habe ich das mal aufgeschnappt, dass ich mir ein bisschen was gemerkt habe. So, Melli, und jetzt walte mal du deines Amtes, weil ich war gestern auf Toilette, als das hier erklärt worden ist. Das ist der Radarturm, da wird alles rüber gesteuert. Wenn die Schiffe reinfahren, rausfahren, der macht Ansagen, dann oben seht ihr immer eine Zahl. Da steht jetzt plus 45.0. Das ist die Anzeige, wie hoch der Wasserstand ist. Wenn die Schifffahrer das sehen, dann können die sich halt ausrechnen, wie hoch der Wasserstand ist und dementsprechend alles Weitere genau abschätzen. Ja, auf jeden Fall läuft darüber alles ab. Also hier wird alles kontrolliert. Hier können die wirklich, ja, ich sag mal, alles managen und dementsprechend das, was er uns gestern in der Hafenrundfahrt alles detailliert erklärt hat. Wie gesagt, Melli hat mir das gerade nochmal erklärt. Muss man hier wirklich also verdammt gut aufpassen. Also ich sag jetzt mal, wie ich schon sagte, Drohne fliegen, Scheiße bauen, das ist ja nicht. Hier kommt so ein Flugzeugtor. Hier, ja, wie so ein Flugzeugtor. Ja, hier kommen sofort ja, dann die Beamten an und dann bist du weg. Ja, hier im Hintergrund, dieses gelbe Gebäude, das ist das alte Kraftwerk. Das ist schon seit Jahren außer Betrieb, steht unter Denkmalschutz. Und wenn ich mich mal ein bisschen drehe, hier neben sieht man das neue Kraftwerk. Ja, wie sagte gestern der Kran, wie sagte gestern der Hafenführer, das alte Gebäude, das erkennt man sofort, das hat noch einen gewissen Charme. Und das neue, ja, das sieht aus wie so ein Adidas Schuhkarton, also schön ist was anderes. Ich muss ja noch mal kurz an dem Gebäude rumlatschen. Das hat ja schon wieder so ein bisschen was Lost Place-mäßiges. Ich will mal einmal in die Hallen reingucken. Ja, okay. Wie man sieht, da ist gar nichts mehr drin. Schade. Ja, hier haben wir auch noch mal so einen wunderschönen alten Kran. Ich habe keine Ahnung jetzt, wie alt dieser Kran ist. Aber ich finde sowas wirklich interessant zu sehen. Ich meine, wenn man sich jetzt mal diesen in Anführungszeichen Kleinkran anguckt, zu dem Oschi da hinten, dann kann man sich ja ungefähr ausmalen, was der tragen kann. Steht ja sogar dran. 30 Tonnen. Und was der andere tragen kann, Wahnsinn. So, da vorne ist das Zollterminal. Ich will da jetzt nicht so drauf filmen, Zollbeamten filmen, aber. Ja, wenn die LKWs draus fahren, müssen sie sich hier nochmal anmelden und werden nochmal kontrolliert. Wir sind jetzt wieder hier oben auf dem Deich. Hier haben wir auch nochmal die Schlepper, die die Containerschiffe abschleppen. Teilweise navigieren die hier, glaube ich, auch durch den Hafen. Genau, wenn jetzt ein Kreuzerschiff ankommt oder so, die Schiffe, die... Genau. Ja, dann haben wir hier auch nochmal irgendwie so einen kleinen, aber süßen Turm.
Und da hinten ist auch nochmal der Kran, den ich gerade schon gezeigt hatte. Und auch nochmal ein riesen Containerschiff. Vor ein paar Tagen war der Deich hier noch komplett voll mit Gras. Oder mit Rasen. Und diese ganzen, ja, wie nenne ich das? Mähmaschinen. Mäh dann Jüssis, das sind dann Jüssis. Daniel siehst ein anderes Wort für Dingster. Ja, die sind hier schon seit Tagen am Gange und die sind richtig fleißig. Aber das ist mal wieder so eine typisch deutsche Eigenart. Rasenmähen, das können sie immer gut. Egal ob bei uns zu Hause. Melli hatte nämlich noch, bevor wir im Urlaub gefahren sind, Nachtschicht. Und was war? Sie ist immer wach geworden, weil irgendwer meinte, er müsste Rasenmähen. Also an alle Deutschen da draußen, ist ja nicht schlimm. Würde mich einer fragen, was ist eine typisch deutsche Eigenschaft? Rasenmähen. Wie siehst du das? Ja, aber hier habe ich gesagt, ich so, guck mal hier, wie hoch der Deich ist, die müssen mal mähen. Haben die gemäht. Einen Tag später haben sie gemäht, also Melli sollte Lotto spielen. Genauso wie beim Frühstück, ich habe gesagt, hier Richtung laufen wegen Corona. An einem Tag waren da Pfeile, also ich habe es ja nur so gedacht, ne? Wegpfeile, ja. Wie man laufen muss, ja. Ja, dann sag mal, vielleicht kriegt der Ranger morgen Verstand, dann werde ich auch mal intelligent. Ja, jetzt ist mir ja doch ein Fehler unterlaufen. Ich habe ganz am Anfang unserer Reise gesagt, dass das da hinten an der Schleuse der Pingelturm ist. Ja, jetzt habe ich gesehen, dieser Leuchtturm hier, das ist der Pingelturm. Jetzt muss ich noch mal rausfinden, was das da hinten für ein Turm ist. Also da ist mir definitiv ein Fehler unterlaufen. So, noch mal als kurze Hintergrundinformation. Melli hat mal gerade eben gegoogelt, dass ganz am Anfang, das ist der Simon-Loschen-Leuchtturm. Das hat nichts mit dem Pingelturm zu tun. Also da habe ich mich irgendwie vertan. Ja, wir hatten bei uns nämlich im Hotel so eine Art, ja, ich sag mal, kleinen Stadtplan. Und da habe ich nur Pingelturm gelesen, da ich allerdings auch nicht sehr gut im Kartenlesen bin und, ja, ich sag mal, einen Orientierungssinn habe wie ein Sack Kartoffeln, bitte ich das zu entschuldigen. So, wir sind fertig mit unserem kleinen Hafenspaziergang. War mal ein komplett anderes Ausflugsziel. Ja, das soll es von uns gewesen sein. Wir genau, gerade ist hier, ich saß auf der Bank, da war gerade ganz nah ein Polizeibulli mitten auf dem Deich lang gefahren. Ich habe gedacht, okay, wie die wohl hier rauf und runter kommen. Aber gut, gibt es ja meist immer irgendwie eine Abfahrt. Ja, habe mich gerade nur gewundert, dass sie mitten hier oben auf dem Deich fahren. Melli schafft mal wieder das Outro zu strecken auf 8 Minuten. Also Werbung ist definitiv garantiert in Form von keiner Werbung. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, ja, das war's von unserem riesen Lost Place. Und ja, wir verabschieden uns. Was noch kommt, ob wir noch irgendwas filmen, ich weiß es nicht, weil meine Speicherkarten werden langsam sowohl von der GoPro als auch von der Sony voll. Und ja, in diesem Sinne. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen aus im Hotel und gehen heute Abend noch was essen. Und, richtig. Ne? In diesem Sinne, go, go, Power. Ranger!